Leute, glitzert es bei euch allen hier. Ich spiele Rosalina mit Miku XC, Mario Kart 8. Das wird richtig nice. Wir haben uns ein Thema überlegt, was echt richtig fett ist. Ja. Haben wir das? Dieses Thema ankündigen und ich hab verkackt. Die Leute sehen es eh im Titel. Wir haben uns Gedanken gemacht über die E3, was da also kommen könnte, worauf wir uns freuen und was wir hoffen und so weiter. Mal gucken. Wir haben uns diesmal jetzt nichts aufgeschrieben, sondern reden einfach drauf los, ne? Genau. Also ich denke mal, wir beide gehen davon aus, dass zur E3 bei Nintendo Breath of the Wild 2 gezeigt wird, ne? Ups. Ja, ich fest von aus, dass wir einen Teaser zu Breath of the Wild 2 sehen werden. Am Ende Release Dezember 2021. Irgendwie sowas, genau. Ich gehe sogar davon aus, weil Sega hatte letztens eine Ankündigung gemacht, Atlus-Spiele auf anderen Plattformen releasen zu wollen. Dass wir vielleicht sogar Persona 5 Royal sehen werden auf PC, Xbox und Switch. Das wäre richtig nice. Aber ist das eine E3-Ankündigung wert? Einfach ja, PC-Problem? So ein PC-Port? Also nicht der PC-Port, aber ein Persona-Spiel auf einer anderen Plattform als auf der PlayStation. Ja gut, aber... Ja. Danke. Aber davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass wir noch Remakes sehen werden von Zelda-Spielen, von den Oracle-Spielen. Gehe ich von aus, dass wir da Remakes sehen werden. Was ich ja eher glaube ist, weil demnächst ist ja eine Dragon Quest-Ankündigung, dass wir da vielleicht irgendwas noch Zusätzliches sehen. Ich denke, wir werden was Dragon zu... Dragon Quest 12? Nee, nicht Dragon Quest 12. Es kommt die nächste Ankündigung zu Dragon Quest. Also es steht bei Dragon Quest steht halt momentan noch ein Spiel aus, und zwar ein Adventure of Dai. Das ist das vom Anime, halt ein Manga, eine Spielumsetzung. Und da denke ich, ich mir überlege, ob ich das Let's Playen soll, weil ich ja übelst Hype drauf bin auf das Dragon Quest Spiel. Ob davon da war auf der E3 was zu sehen, vielleicht nochmal zusätzliches. Ich denke mal, jetzt wird bei der Konferenz jetzt demnächst bei Dragon Quest wird halt nur gezeigt, vielleicht, dass es bekommst wahrscheinlich ein Release-Datum oder so, ne? Ja, ich denke auch, dass es so sein wird. Aber bei der E3 wird ein bisschen mehr gezeigt. Ich glaube auch. Ich glaube sogar, wir werden, was ich hoffe, dass wir mehr zu, das wird dich weniger interessieren. Gears 6 wird hoffentlich gezeigt. Da hast du recht. Zeit. Du kennst mich. Hoffe ich sehr drauf, weil ich mag die Story, wie gesagt, von Gears of War. Das ist der einzige Shooter, der eine richtig gute Story hat, meiner Meinung nach. Hoffe ich auf Gears 6, aber worauf ich auch hoffe, ist Fable. Dass wir endlich mal mehr zu Fable sehen. Sehr Halo wird vorkommen, hundertprozentig. Wir werden mehr zu Halo, ist das Halo 6? Oder Halo Infinite halt, werden wir wieder mehr sehen. Ja, also mich interessieren Halo und Gears of War nicht, ne? Das weißt du ja. Also ja, Fable, genau, auf Fable bin ich ja selber sehr gehypt, ne? Aber mich interessiert halt Gears, ne? Halo jetzt nicht so sehr, aber Gears interessiert mich halt sehr. Aber Fable ist im Moment das, worauf ich mich am meisten freue, wenn Microsoft was bringt. Auch auf dieses neue Spiel von Obsidian würden wir vielleicht auch noch was dazu sehen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Dieses neue WRPG. Obsidian bringt ein West-RPG? Ja, das haben die doch in der letzten E3 angekündigt. Oh, das sehe ich doch nicht mehr. Da waren so viele Ankündigungen, dass ich halt schon gar nicht mehr weiß. Ich glaube, ich war zu sehr geblendet von Trials of Mana zur letzten E3. Ach so. Wen wir nicht sehen werden, Leute, ist natürlich Sony. Sony wird nicht dabei sein. Nee, die machen wir ihr eigenes Ding. Sind natürlich richtig, sehr, Sony sind natürlich sehr sind natürlich, in Sony ist halt sehr aktiv dabei, ihre Community zu spalten. Die haben da mega Lust drauf momentan. Die japanische Knopfbelegung ändern sie einfach. Standardknopfbelegung. Nicht nur das, die haben ja jetzt sogar angekündigt, God of War soll wie Last of Us 2 werden. Auch sogar Gerüchte, dass God of War, Last of Us also auf alle noch auf dem PC kommen. Ja. Also, ich weiß nicht, wie Sony das sich da Gedanken zu macht oder so. Auf jeden Fall spalten die momentan, sind die selbst am Community spalten. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch noch für die Gamer sind. Oder einfach nur fürs Geld. Ich würde es geil finden, wenn sie ihre Exclusives auf PC bringen. Days Gone ist ja jetzt auch schon auf PC. Ja, eben, deswegen meine ich ja. Aber ich glaube halt einfach... Ich würde es halt geil finden. Dass Sony damit halt ihre... Weiß nicht. Wir spielen halt... Die wollen halt... Die bauen halt... Die hauen halt ihre Fans quasi in die Magenkuhle, ne? Das ist wohl wahr. Aber
für uns als Allgemeinspieler, die alle Konsolen spielen, ist das halt natürlich nice, ne? Wir können halt einfach der PS5 entgehen. Ich muss mir keine scheiß PS5 kaufen. Ja gut, aber die haben halt Exklusivverträge wie Final Fantasy 16, wovon ich auch hoffe, dass da was gut gezeigt wird, ne? Auf der E3. Oh bitte, ich möchte so gerne was zu Final Fantasy 16 sehen. Ich habe hart Bock auf Final Fantasy 16, aber ich werde mir erst später holen. Die Musik war der Trailer ist so episch, ne, mit der Musik von Final Fantasy 16. Der Trailer ist so nice, ja. Freue mich schon, wenn der Soundtrack rauskommt. Der Soundtrack, der am Ende gezeigt wird von dem Trailer, ne? Ja, Alter, ich schmelze jetzt schon für diese Musik, Alter. Und das Gameplay wird ja von dem Battle Manager von Devil May Cry gemacht. Das heißt, das Gameplay wird fucking grandios. Ja, das Gameplay von dem und die von Final Fantasy 14 entwickeln in einer Story, glaube ich, soweit ich gelesen habe. Ja, genau, die Story, da sind die Writer von Final Fantasy 14 dabei. Und das Gameplay ist von dem Macher von Devil May Cry. Oh, das wird so geil, Alter. Ich habe so hart Bock drauf. Richtig fett. Habe ich richtig Bock drauf. Ist aber leider genauso wie Final Fantasy 7 jetzt, das ist ja immer noch nicht auf anderen Konsolen erschienen, wegen Integrate. Das hat bis Dezember hat Final Fantasy 7 den Exklusivvertrag verlängert. Wir werden das auf PC und anderen Konsolen erst Dezember sehen, wenn überhaupt. Aber bis das dahin heißt halt auch keinen mehr, ne? Quasi. Genau, das heißt für mich halt aber auch, warten. Ich werde mir nicht für Integrate eine PS5 kaufen. Du weißt doch, wie es bei Sony ist. This is waiting. Ja, bei der PS5, da warte ich halt wirklich nur noch auf ein Release-Datum von Horizon Forbidden West. Und wenn Horizon Forbidden West für PC angekündigt wird, ist die PS5 erstmal ganz vom Tisch. Dann ist es erstmal komplett vorbei. Dann werde ich mir dieses Jahr so hundertprozentig keine PlayStation 5 mehr kaufen. Das ist. Weißt du, worauf ich mich auffreuen würde? Jetzt mal ernsthaft. Erzähl. Ist halt auch hart unwahrscheinlich, ne? Xenoblade Chronicles 3. Das ist halt sowas, ist halt hart unwahrscheinlich. Ich würde sofort, wenn ich darauf reagiere, aufstehen und schreien, loslaufen. Entweder Xenoblade 3 oder Xenoblade Chronicles X2. Na, ich glaube eher, die haben vor Jahren mal Stellenausschreiben gehabt, wo sie halt ein Bild gepostet haben, dass sie halt ein westliches Fantasy-Spiel machen wollen und dafür Entwickler suchen. Vielleicht kommt das ja. Das kann auch sein, ja. Und ich glaube halt eher, dass das kommt, als ein Xenoblade Chronicles 3, eben weil sie ja auch, glaube ich, immer noch an der Map oder an Breath of the Wild mitarbeiten, ne, an Teil 2. Stimmt, ja. Oh, jetzt wählt doch mal aus, Alter. Die Leute wählen hier nicht. Ich hoffe halt einfach auf ein Xenoblade Chronicles X2, weil ich mag das nicht, dass das so mit einem Cliffhanger geendet hat. X. Das ist nicht mein Ding. Mag ich gar nicht. Deswegen habe ich es auch noch nicht Let's Played. Ja. Und ich werde es auch nicht Import Let's Playen, davon. Solange. Genau, oder im Port. Das wird schon ziemlich nice. Mit ein paar Gameplay-Verbesserungen, ne? Ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass die Item-Findung halt mega für den Arsch war in dem Spiel. Nicht nur das, ich würde mir auch gerne wünschen, dass ich mit meinen Freunden die Welt erkunden kann. Oh. Das wurde ja mit den ersten Trailern halt quasi versprochen, ne? Genau. Und das wäre so ein geiles Partnerprojekt mit dir. Xenoblade Chronicles X2, Alter. Aber ehrlich, das wurde aber auch bei Pokémon Schwert und Schild versprochen mit den Multiplayern, dass man den erkunden kann und so, aber ist halt auch nicht gekommen. Ja, eben, genau. Großspurig angekündigt und nichts ist passiert. Oh geil, dein Greenshot hat den ersten getroffen und ich habe dich getroffen. Ja, das war sehr nett von dir. Ich weiß, danke. Aber das ist halt, ich weiß nicht, es gibt halt so viele Spiele, wo ich mich auch freuen würde, ne? Es wird Zeit, dass Bethesda auf der Bethesda-Konferenz da einfach mal wieder Elder Scrolls 6 zeigt. Bethesda erstmal Elder Scrolls 6 und bitte wieder so ein geiles Cringe-Fest, wo wieder so einer aufsteht. Oh, ist das geil! Nein, das wird nicht sein, weil dieses Jahr alles nur digital sein wird, ne? Ey, komm, der Typ war aber der Hammer. Ja, allgemein ist das schon ziemlich lustig gewesen. Aber trotzdem, bei Bethesda freue ich mich halt am ehesten drauf, dass da halt endlich mal vielleicht mal Elder Scrolls 6 gezeigt wird. Ich meine, du kennst mich. Ich bin halt unglaublicher Elder Scrolls-Fan, ne? Ich habe Skyrim, Morrowind und Oblivion halt gesuchtet des Todes. Und ich würde mich einfach mega freuen, mir das. Ich weiß, es wird wieder ein Bugfest sondergleichen. Das weiß ich, aber dennoch, jedes Mal, ich sag's dir jetzt, egal,
Du weißt, dass Skyrim, Bugfest an der gleichen Watson Release, Oblivion und Morrowind, wobei Morrowind sogar noch quasi noch ging, glaube ich. Und du verzeihst Elder Scrolls der Serie Bethesda jedes Mal, wenn du dieses geile Intro-Lied hörst, weißt du? Ne? Und dann du hörst das nur. Ich kann jetzt nicht singen, das ist cringe, aber du hörst das Lied und denkst dir einfach nur so scheiß drauf auf die ganzen Bugs, Alter, ich will es jetzt sofort spielen und inhalieren. Aber ich bin da gar nicht so sicher, ob das Spiel so verbuggt wird, weil Elder Scrolls 6 baut ja auf einer komplett neuen Engine auf, die die entwickeln. Ja, das Rosalina so weit nach vorne geschafft. Ich hab keine Ahnung. Ach komm, wirklich? Ja, schön, danke. Oh, da kam der Blitz. Danke, Bruder Panzer. Du hast mir gerade den Arsch gerettet, Alter. Nice. Da kannst du mal sehen. Deswegen bin ich so weit vorne. Ihr habt jetzt alle einen Blitz abgekriegt, während ich auf dem ersten Platz keinen abgekriegt habe. Wieso hast du keinen abgekriegt? Weil ich werde doch von jedem Scheiß getroffen. Ich werde doch von jedem Mist. Ja, ich bin schon wieder. Ich werde Mario kartet. Ja! Miku wird auch wegrasiert, Alter. Sechster. Ich war Zweiter. Habe ich nicht gesagt. Tut mir leid, schneide ich raus. Wo waren wir gerade? Ich glaube nicht, dass, wie gesagt, Elder Scrolls 6 so verbuggt sein wird. Neue Engine und sowas. Neue Engine. Daran hat es nur. Glaubst du nicht, dass verbuggt ist? Weißt wie. Es ist halt immer diese Kleinigkeiten. Bethesda hat noch nie, keines Elder Scrolls war je bugfrei. Ich weiß, aber das Ding ist ja, alle haben auf derselben Engine aufgebaut. Ich glaube, selbst Elder Scrolls 1 baute auf der ID-Engine auf, die jetzt die Creative-Engine, glaube ich, ist. Nee, das heißt schon, halt, sind schon unterschiedliche Engine gewesen. Ich meine, so ein Elder Scrolls 1 und 2 waren ja quasi 2D wie bei Doom. 2D, 3D. Gut, stimmt, ja. Ja, aber ich meine, die 3D-Spiele bauen ja alle auf derselben Engine auf derselben Grund-Engine. Und das weiß ich nicht ganz genau. Jetzt ein komplett neues Spiel mit einer komplett neuen Engine aufbauen. Die Frage ist halt, wie gut wird die Modbarkeit sein von den Games? Das ist halt die Frage, ne? Das war halt bei Elder Scrolls ist das mittlerweile halt so, dass die Leute jetzt einfach nur kaufen wegen Modden, ne? Eben, genau. Und das ist halt die Stärke von Skyrim, ne? Wenn du Skyrim jetzt, wenn du Oblivion und Skyrim heutzutage spielst, Alter, die Spiele sehen halt aus, als wenn die Current Gen wären, ne? Also gerade aktuell rausgekommen sind. Und wenn nicht noch besser, die Spiele sehen halt aus, als würden die erst auf der PS7 laufen. Und da muss man mal gucken, wie die neue Engine performt. Ich bin sehr gespannt, was Bethesda da macht. Das werden wir sehen. Aber Elder Scrolls 6 wäre nice. Auch wenn ich kein so großer Fan von Elder Scrolls bin, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich fand Skyrim jetzt ziemlich lahm. Ich habe zwar auch 200 Stunden gespielt. Ich fand Skyrim halt einfach grandios. Ich fand storymäßig halt ziemlich lahm. Ja, na klar, die Storys sind halt immer, die Hauptstory kannst du halt schnell durchrotzen, ne? Die ist halt wirklich auch nicht der Rede wert. Aber genau, ja, Elder Scrolls 6, wenn dazu einfach was gezeigt wird, würde ich mich mega freuen, ne? Ich auch, hätte ich Bock. Aber was könnte noch gezeigt werden? Oh, Square Enix könnte noch schon Teaser zu Kingdom Hearts 4 rausballern. Ja, klar, glaube ich. Aber ich glaube auch nicht, dass wir einen Teaser zu Kingdom Hearts 4 sehen, weil Square Enix hat gesagt, zu Kingdom Hearts werden wir erst aktuellere News 2022 bekommen, wenn das 20-jährige Jubiläum von Kingdom Hearts damit sie die nächsten 20 DS-Spiele, damit die nächsten 20 Konsolen rausgekommen sind, auf die sie die Reihe aufteilen können, ne? Wir kennen sie. Ja, eben. Genau das ist es. Wir werden was halt sein könnte, ist, Square Enix kündigt den sagenumwobenen Zwischenteil an, der vor Kingdom Hearts 4 und Kingdom Hearts. Nein, bitte kein Prequel. Lass doch da mal. Ich glaube nicht. Beschwör doch nicht den Teufel. Ich glaube nicht, dass das ein Prequel wird. Man muss halt gucken, was sie da machen. Es könnte halt auch sein, dass Melody of Memory schon dieser Zwischenteil war, ne? Ja, wir hoffen es einfach mal. Hoffen wir einfach mal das Beste. Aber muss man halt schauen. Square Enix könnte einiges ankündigen. Was auch momentan wieder viele Gerüchte. Episode 2. Ja, das glaube ich nicht. Was halt momentan auch wieder Gerüchteküche angeht, ist halt kein Kingdom Hearts, sage ich schon. Mario Kart 9. Da gehen die Gerüchte auch wieder rum, aber meine Güte, Alter. Hört doch auf 4chan Leaks, Alter. Hört doch auf die zu hören. Ich werde hier die ganze Zeit permanent, ich weiß nicht warum. Ich werde hier die ganze Zeit permanent immer Mario Kartet hier im Spiel.
aber auch nur, weil ich so eine hohe Punktzahl habe, weil ich das Spiel damals gesuchtet habe, die Punktzahl erhöht habe und jetzt mit irgendwelchen random Leute in meiner Preisklasse, sage ich schon, geworfen werde, wodurch ich dann umso mehr Punkte verliere. Ja, weißt du, was auch sein kann? Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, doch, Goku in Smash. Ja, genau, Goku in Smash, das habe ich vorhin auch schon gedacht. Ich habe mir vorhin auch schon überlegt, so, hey, ich habe mir gestern, nee, das war vorhin. Ich habe mir überlegt, was wäre eine Bombe? Und da habe ich mir einfach gedacht, so, eine Gengidama wäre eine Bombe. Was wäre eine Gengidama? Komm, die machen Bandai Namco kündigt irgendein Dragon Ball Spiel an und dann plötzlich fliegt die Gengidama auf Smash-Kampffeld. Ja, Goku Smash, das wäre halt so fucking nice, ne? Aber bei, beim Smash-Entwickler, oh, ich komme nicht auf seinen Namen, hilf mir mal bitte aus. Sakurai. Sakurai, da weiß man ja nie. Er hat ja damals auch gesagt, Ridley wird niemals in Smash reinkommen, weil er zu groß ist. Ja, oder, aber und Troll, jetzt sehen wir, dass aber ganz auch mal ehrlich, wenn die halt Waluigi auf der E3 ankündigen, ich glaube, das wäre auch mega, würde mega durch die Decke gehen. Ja, aber Waluigi ist doch nur ein Meme. Ja. Will den wirklich jemand haben? Das wäre halt jemand, der wäre halt einfach, das wäre halt einfach jemand, der halt standardmäßig ins Smash rein müsste, ne? Nicht so per DLC. Ja, eben. Aber ich glaube nicht, dass Waluigi kommt, weil Waluigi ist halt ein Meme-Charakter. Ja. Und ich glaube leider auch nicht an Goku in Smash, weil Goku ist kein hauptsächlicher Spielcharakter. Du musst daran glauben. Sonst, ich habe Hoffnung. Dann wird's sagen wirklich wir es mal so. Sagen wir mal so, ich habe Hoffnung. Du hast Hoffnung. Hoffnung und ich Träume, habe Hoffnung, ne? Dass Goku in Smash kommt, ja. Ich würde halt ausrasten. Komplett. Ich würde komplett an die Decke gehen, das sag ich dir. Ich wäre einfach fucking lost in dem Moment, wenn wir Goku in Smash. Ich wäre so fucking lost. Und dann kommt Vegeta. Ja, nee, ich glaube nicht. Gut, Vegeta würde ich auch noch feiern, aber ich wäre halt nicht so lost wie bei Goku, ne? Das wäre übertrieben, ja. Einfach. Wir kriegen auf jeden Fall noch einen Smash-Charakter angekündigt, hundertprozentig. Ja. Aber ich weiß halt sonst nicht, was Nintendo und Microsoft sonst noch im Petto haben könnten. Hat Microsoft sonst noch irgendwelche starken IPs? Was auf Halo und so? Naja, Ori könnten wir noch mal was sehen. Aber sonst haben die doch keine so starken IPs, ne? Wirst du immer noch gemario-kartet? Ich weiß nicht, ob es manchmal daran liegt, ob ich YT in meinem Namen habe, dass sie sehen, mein Name, oh scheiße, der YouTuber, den müssen wir zerstören. Also hey, manches Mal... Ach nee, hab ich nicht, ich spiele ja mit meinem Hauptaccount gerade. Also manches Mal liegt das wahrscheinlich daran, ne? Ja, das muss daran liegen, Alter. Die müssen doch sehen, Alter, da will ich, in dem Video will ich reinkommen und sehen, wie der zerstört wird. Ja, ich glaube auch. Dann ja, ich bin auf letzten Platz. Das ist halt das Ding. Wie, du bist auf letzten Platz? Ja. Ach du Scheiße. Du wurdest ja richtig weg in Mario Kart. Das werde ich schon den ganzen Part über. Irgendwie läuft das hier überhaupt nicht gut. Ich krieg halt auch keine guten Items, das kommt noch hinzu. Nein, ich bin nicht Sechster geworden, weil ich gegen die Wand gefahren bin. Weißt du, die Leute kriegen vor mir eine Rakete, ich krieg einen Turbopilz. Also irgendwie läuft das doch hier alles schief. Geil, Alter. Nice. Kann man machen. Ich sag übrigens nie wieder, dass ich einen Charakter hier hasse. Sag ich nie wieder. Der Part damals, wo ich gesagt habe, ich hasse Yoshi, hat da ordentlich Dislikes gekriegt und ein paar Kommentare so, aber ich heiße Yoshi. Nee, Yoshi ist voll toll. Und so eine Kommentare habe ich da erhalten. Und ich denke mal so, Junge, das war ein Joke. Soll ich was sagen? Ich hasse Yoshi. Yoshi ist ein richtiger Dreckscharakter. Jetzt kriegst du böse, jetzt muss das, jetzt... Jetzt krieg ich trotzdem böse Kommentare von Leuten, die tatsächlich Real Yoshi heißen oder Joshua. Von kleinen Kindern, ja, neunjährigen Kindern, die Joshua heißen, krieg ich jetzt hier Shitstorm-Kommentare. So, mein Name ist aber Yoshi. Nee, Yoshi ist voll toll. Ich mag Yoshi. Interessiert mich ein Das ist halt so ein Problem. Wenn du Joshua heißt, bist du halt für dein Leben bestraft. Nein. Also ich schwör's dir, wenn jetzt unter diesen Part jemand kommt, ne, so ein Achtjähriger oder so, der schreibt, aber ich heiße Yoshi, ich delete den einfach. Ich lösche den einfach. Wegdeleten. Das ist echt so. Spaß beiseite. Die einzigen Leute, die leider bestraft mit ihrem Namen sind die Kevin heißen. Ja, so ein bisschen. Kevin, aber das war's halt für dich.
Das Problem ist halt immer, das sind halt immer die Namen, die eine Zeit lang im Hype waren, ne? Ja. Alpha Kevin und so, ne? Nee, ich meine, damit meine ich nicht Hype. Also es gibt halt bei den Eltern halt im Hype immer so, pro Generation gibt es halt immer ein paar Namen, die halt aktuell im Hype sind. Da siehst du mal, wie scheiße mein Name ist. Den ja, hat also halt Marcel war früher auch, 1992. Ich meine, damals mein Schulkollege hieß auch Marcel. Die Namen waren damals einfach so ab und zu mal ein Hype, weißt du? Kevin war auch eine Zeit lang im Hype. Ich glaube, in den späten 90ern war Kevin in den Hype der Name. Also Mitte 90er war der Name Kevin in Hype bei den Müttern. Und heute sind das irgendwelche so eine... Heutzutage sind es irgendwelche Leute, Ich will nicht zu viel sagen, aber es gibt halt einige Namen heutzutage, die sind ein bisschen Luca oder irgendwelche komischen Namen wie ich kann es nicht beschreiben. Heutzutage sind irgendwie voll die komischen Namen bekannt. Wenn ich in der Verwandtschaft, sondern halt in den Bekanntenkreis rumhöre, wie die ihre Kinder nennen, denke ich mir halt auch so, scheiß die Wand an, Alter. Mein Name war nie im Hype, weil ich heiße zwar Marcel, aber nicht Standard-Marcel. Weißt du, wenn jemand sein... Ja, ich weiß. Aber wenn jemand sein Kind hier Jason nennt, dann denke ich halt eher an den Killer. Ja, Jason. Da hat wohl jemand so viele Filme geguckt. Das war nur mal als Beispiel, ne? Da denke ich halt eher dran. Das ist halt so. Manche denken ja auch bei bestimmten Namen auch eher an Haustiernamen, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Aber wir waren halt eigentlich beim Thema E3 und nicht Namen. Ich weiß, aber irgendwie hat es so umgeschwungen. Wir schweifen halt schon wieder zu oft ab, ne? Ja, wir machen uns halt immer gerne unbeliebt so plötzlich von einem Part auf den anderen. Die Leute erstmal, also hypen uns die Leute so, ja, cool, das wäre über E3 und dann machen wir und uns... Dann hassen wir uns alle. Nee, und dann machen wir uns über ihre Namen lustig. Das ist halt, ja. Wir sollten damit aufhören. Du hast recht. Wir sollten uns nicht unbedingt machen. Leute, wir lieben euch alle. Wir mal mögen alle. Uns und eure Namen halt völlig egal, wie ihr heißt. Eigentlich wenigstens in der Regel. Schreibt bitte Kommentare. Und heißt nicht Billy Streams. Ja. Sorry, ich konnt mir den nicht verkneifen. So, ein Rennen machen wir noch, ne? Ein Rennen machen wir noch, ja, easy. So, aber wir kehren zurück zur E3. Wir haben ja aber auch noch das Summer Games Fest, ne? Das kommt ja auch noch. Ich weiß es nicht. Da sollen 10 World Premiers dabei sein. Oh, dieses Xbox, aber jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal Real Talk wegen E3. Ne? Wir freuen uns natürlich nicht auf die Spiele. Wir freuen uns halt einfach mal, dass mal wieder eine E3 ist, dass wir halt einen Grund dazu haben, uns mal zu freuen, zusammenzutreffen, über neue aktuelle Spiele zu reden, die halt gerade frisch angekündigt werden, uns das ansehen, Reactions aufnehmen und hochladen oder streamen. Weil es ist halt einfach mal wieder diese Zeit, das wurde halt einfach weniger und man hat da einfach unfassbar viel Lust drauf. Das ist wie bei einer Nintendo Direct quasi. Man freut sich auf Nintendo Direct, kommt, wird ein neues Spiel angekündigt, du freust dich. Einige freuen sich zu übertrieben zu sehr und sind dann plötzlich hinterher, sind nur am Hassen. Richtig hart enttäuscht, ja. Richtig hart enttäuscht, weil die ein bisschen zu sehr freuen und zu viel, zu große Hoffnung haben. Aber ich meine, es ist jetzt diesmal eine E3. Es sind große Events, alle großen Publisher außer Sony sind am Start. Wir kriegen neue Spielankündigungen, wir kriegen neue Trailer, über die wir uns hypen können, über die wir uns monatelang freuen können auf die neuen Spiele. Wir kriegen viele leere Versprechungen, wir kriegen halt leider keine Live-Events wie Ubisoft mit ihren Tanzchoreografien, also nichts hinweg. Oh ja, leider. Aber es ist halt einfach mal wieder was los. Und das ist halt cool. Ubisoft-Präsentation ist immer so ein Highlight für mich, weil gerade Ubisoft ist sich nicht zu schade, auch peinliche Sachen mal zu machen. Ist immer ein Highlight für mich, wenn Ubisoft ihr Just Dance da ankündigt und die tanzen dann da wild auf der Bühne halt rum. Ja. Bin ich ziemlich nice, bin ich ganz ehrlich. Ist schon cool, die machen jetzt eine kleine Show, ja. Ich bin nicht der größte Fan von Ubisoft, weil halt mich die Spiele meistens in den meisten Fällen halt echt nicht jucken. In Rayman wird mal Zeit, darauf würde ich mich halt freuen. Aber die meisten Spiele jucken mich halt quasi gar nicht, ne? Ubisoft hat halt nichts für mich wirklich, was sich lohnt für mich zu kaufen. Irgendwie, da kommt halt nichts. Die Assassin's Creeds werden immer anders, als ich sie mag. Also die entwickeln sich halt für mich in eine komplett andere Richtung, als ich das mag. Ne? Natürlich können die Spiele halt immer noch ihre Fans haben, so also kann es mir ja auch relativ wuppeln, ne? Es muss mir halt nicht alles gefallen. Aber ich bin nicht mehr so wie früher Fan von Assassin's Creed, weil die Neuausrichtung der Reihe gefällt mir halt nichts nach Assassin's Creed 3. Gefällt mir das halt einfach nicht. Das sind halt für mich eigenständige Spiele, die wenig mit Assassin's Creed an sich zu tun haben. Ja. Aber es gibt einige Sachen, die
Ubisoft hat aber ich feiere halt einfach deren Show. Die mag ich sehr gerne eigentlich. Ja. Und so, Sony tritt ja schon seit 2 Jahren nicht mehr auf, weil sie die Nintendo Direct halt schlecht kopieren. Das muss ich, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Nee, aber irgendwie freue ich mich halt auf die E3. Auch wenn es jetzt nur Digital-Events sind, aber trotzdem. Freue mich halt auch sehr auf Mario Kart. Quatsch, auf die E3. Ist, wie du schon sagtest, ist endlich mal wieder ein Stück Normalität, auch wenn sie nur digital stattfindet. Ja, die aber E3 war ja immer 2020 sollte wieder normal stattfinden. Die E3 war halt immer das, worauf man sich halt einfach gefreut hat, ne? Das ist es halt, ne? Tja, Train. Ja, danke! Pico hat mich Mario Kartet, Alter! Ich Mario Kartet jetzt werde ich nochmal Mario Kartet! Oh. Geil! Freut mich! Nee, freut mich gar nicht. Doch, du warst hinter mir, dann kannst du mich wenigstens nicht überholen. Ich bin fast in Banane reingefahren. Und wie läuft's? Ich bin wenigstens noch Fünfter geworden. Sehr gut. Du hast es gewagt, mich zu überholen. Deswegen. Aber E3 wird schon nice werden. Aber soll es das hier gewesen sein oder machen wir noch ein Rennen? Soll es gewesen sein, ne? Leute. Gut, das soll es gewesen sein. Schreibt uns in den Kommentaren gerne, was ihr zu unserer Meinung sagt. Oder auch nicht, besser ist. Oder schreibt mir lieber. Ich geh mal raus. Leute. So, schreibt bitte in den Kommentaren, was ihr so. Ja, wir müssen ein bisschen Social Interaction hier machen, weißt du, aber die Leute reagieren da nicht drauf. Schreibt uns in den Kommentaren am liebsten, worauf wartet ihr, auf welche E3-Präsentation, worauf würdet ihr euch freuen und freut ihr euch, dass man wieder so ein Stück Normalität wieder reinkommt, was man sich halt wieder des Jahres mal wieder auf was freuen kann, ne? Schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Und ansonsten, genießen euren Tag, ne? Ja. Würde ich sagen. Ciao.